Wasserevent. Wir sehen, das machen alle mit, das Wetter. Wir, die alle da sind, also es freut mich wirklich riesig, euch hier in der Illimo-Oase zu begrüßen. Ich freue mich riesig, dass wir zwei da sind, Rose Graf und Adriana Meisser. Es ist immer eine wahre Freude, genau mit so tollen Leuten so einen Abend zu gestalten. Genau, wir waren vor ein paar Wochen in der Ferien in Ägypten, auf dem Roten Meer, wo wir eine ganze Woche auf dem Schiff waren. Und wir konnten jeden Tag mit Delfinen schwimmen. Also sind wir so nah an uns vorbei geschwommen. Was mich so beeindruckt hat, sind einfach die Delfinen, das ist ihre Art. Also die sind so fein, wie die geschwommen sind. Und ich wusste dort, warum sie Delfin heißen. Es ist wirklich einfach, es gibt für mich nicht Feines auf dieser Welt. Ja. Und das war mir einfach wichtig, dass ich das, was ich dort erleben durfte, dass ich das auch weitertragen kann. Darum eben auch zum Beispiel heute den Abend. Und darum habe ich auch die T-Shirts, die Free Hugs T-Shirts mit diesen zwei Delfinen. Das ist alles in dieser Woche entstanden. Und eben wie Martina vorher gesagt hat, so sehen es zum Teil in unserer Welt mehr aus. Und das darf es wirklich einfach nicht sein. Und der Teppich vom Plastik, der ist 7 Meter hoch und so gross wie fast ganz Europa zusammen, wo nur Plastik ist. Da kommt kein Wasser mehr für. Ihr seht hier, da hat das Wasser, das sieht man nicht mehr. Hola, danke schön. Ich werde für die deutschen Freunde, die dann auch gerne noch zuhören werden, jetzt auf Hochdeutsch versuchen, meine kurze Rede zu schwingen. Saint-Germain hat ja so seinen richtig eigenen Slang. Ich tue mich zu Beginn mit dem Hochdeutsch meist noch ein bisschen schwer, aber das wird schon klappen. Na, also ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass ihr so zahlreich angekommen seid. Ist wirklich sehr schön. Das Thema Wasser ist mir seit meiner Reise auf Hawaii so sehr ans Herz gewachsen. Ich habe das noch nie so erlebt, wie Mama Wasser einen so trägt. Also ich bin da einfach im Wasser gelegen mit dem Schnorchel, nachdem ich den Stress mit Schnorcheln dann auch irgendwann mal überwunden hatte. Das hat mich total überrascht. Ich war völlig unmöglich, da zu atmen zu Beginn. Und ja, dann einfach das Daliegen. Und einfach diese fantastische Welt anschauen, die da drunten ist. Mit Fischen Freundschaft schließen, vor allem die Seeschildkröten, die haben es mir wirklich sehr angetan. Also da habe ich einige, auch fast einen kleinen Zusammenstoß mit einer gehabt. Also das hat mich so berührt, einfach diese ganze Welt da. Und vor allem war auch so das Bewusstsein gewachsen, dem Wasser Sorge zu tragen. Da hat man mich dann irgendwann mal gefragt, ja, Diana, ist dann deine Sonnencreme, ist die sehr giftig für die Korallen? Ja. Nö, die schützt mich einfach gut. Und wir haben dann danach geguckt und ach, zu meinem guten Glück, nee, die war da nicht so schlimm. Aber das hat dann auch so mein Bewusstsein ein bisschen erweitert, dass wir da viele Touristen sehen können, die da sich richtig einspreien. Weil das heißt ja immer, bevor du schnorcheln gehst, reib dich gut ein, gell? Sonst verbrennst du dich. Und ja, dann spreien sie sich ein, richtig öltriefend, stehen dann da und schwupp ins Wasser und haben eine schöne Ölspur hinterher. Und ich denke so, Mann, bitte lass es doch ein bisschen einwirken. Und es gibt eben auch Sonnencreme, die ist dann für die Fische und für die Korallen dann nicht ganz so schlimm. Das sind so Kleinigkeiten, da bin ich jetzt plötzlich auch ein bisschen wacher und auch Haarschaum und Make-up und all diese Peeling-Dinger, die man da benutzen kann. Also wir bringen unglaublich viel durch unsere Kosmetik, durch unser Unbewusstsein ins Wasser. Und ich bin so dankbar, hat man mich darüber aufgeklärt, das war mir auch nicht bewusst. Heute ist es das und ich möchte es einfach gerne weitergeben. Denn das Meer hat mich so liebevoll empfangen, es hat mich so wunderschön getragen. Es war einfach zauberhaft, einfach da zu liegen, ruhig zu atmen und einfach zu spüren, wie dieses Wasser mich als Frau, mich als Mensch für diese, ich war 77 Tage in Hawaii, einfach ein Must war, da einzutauchen jeden Tag. Ich glaube, drei Tage war ich nicht im Wasser und ich habe mich abends also wirklich so unwohl gefühlt, wie ich das also, nee, geht gar nicht. Und seit ich in der Schweiz zurück bin, ich muss auch, wenn immer ich kann, ich muss einfach ins Wasser.
weil ja unser Körper auch aus so vielen Anteilen Wasser besteht, ich hatte wirklich das Gefühl, dass es mich mit meinem ganz persönlichen Ursprung zurückverbindet. Und ich würde euch das wünschen, dass ihr das auch könnt, dass ihr dann auch an die Sonnencreme und an die Fische denkt. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt, was uns der Saint-Germain zum Thema Wasser dann berichten wird. So wünsche ich euch also, ja, ganz entspannten Abend. Ja, und wie ihr das gerne hat. Er trägt keine Stöckelschuhe. Hat er mal ganz deutlich gemacht. Aber ich glaube, das liegt jetzt nicht unbedingt an seinem männlichen Auftreten, sondern wohl eher an der Bodenhaftung, an der Erdung, die ich brauche, um seinen Power so durch mich hindurchfließen zu lassen, wie er oder wie wir das eben gerne tun. Na dann, wünsche ich euch viel Vergnügen. Ich grüße euch. Oh, welch Freude herrscht auf meiner Ebene, dich, du wunderbare Seele, jetzt in diesem Augenblick begrüßen zu dürfen und mit dir einzutauchen in ein sehr, sehr wichtiges Thema, das dich als Person, euch als Familie und diesen ganzen Planeten wirklich sehr betrifft. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und du machst mir eine ganz besondere Freude. Über deine Anwesenheit in allererster Linie, sowohl auch durch dein Offensein, dein Bewusstsein und deine Hingabe an die verschiedensten Themen dieser Welt. Ihr habt heute einen spannenden Vortrag gehört. Über die Thematik Wasser schon einmal eingetaucht in, ich finde, sehr unterstützenswerte Elemente. Das Wasser ist wichtig für euch und es ist gut, dass ihr daran denkt, es den nachfolgenden Generationen auch vielleicht wieder ein Stück reiner, ein Stück mehr mit Qualität und Sicherheit zu übergeben. Aber du kennst mich und du weißt, dass ich zwar sehr gerne über ein Thema referiere, schlussendlich aber immer zu dir zurückfinde. Also lass mich mal ganz kurz über dein Wasser referieren. Nicht nur das Wasser lassen, nicht nur das Wasser trinken, nein, auch das Wasser in Schwung bringen. Denn du bist einer dieser Wirbler, sozusagen. Und deine Emotionen, die tun ihres dazu. Also, dein Wesen in deiner Physis hat viel Wasser drin. Und dieses Wasser ist durch dich belebt. Alles, was du aufnimmst im Außen, wird durch diese Wasserelemente in dir, sagen wir mal, gefärbt, wird von dir aufgenommen und schlussendlich auch eben ausgeschieden durch all die vielen Möglichkeiten, die dein Körper kennt, Dinge auszuscheiden. Also, Emotionen, Bewusstsein, Gedanken, dein ganzes Leben wird durch dein Wasser, durch dein Sein in diese Erde hineingegeben. Deswegen sage ich immer, du bist wichtig und die Spuren, die du hinterlässt, sind zu erkennen. Auch durch deinen Körper, durch das, was dein Körper ausscheidet, durch das, was dein Körper aufnimmt und somit an diesen Organismus Welt weitergibt. Ich hoffe sehr, dir damit noch einmal in Erinnerung rufen zu können, wie wichtig du bist. Wie alles einfach immer mit dir zusammenhängt. Und Wasser hat eben da tatsächlich sehr, sehr viel damit zu tun. Die Welt besteht aus viel Wasser. Dein Körper besteht aus viel Wasser. Und das sind alles Leitelemente, die euch einander auch nahestehen lassen und euch miteinander verbinden. Ihr dürftet sehr gerne auch ein bisschen des Öfteren mit Wasser anstoßen. Denn dieser Augenblick des Anstoßens, da fühlt sich jeder irgendwie ein bisschen aufgeregt über irgendetwas oder erfreut. Und es ist der Augenblick, wo ihr eure Gläser, das Wasser damit nährt und trinkt. Ihr wisst doch. Sprecht mit eurem Wasser, es hört euch so gerne zu. Sagt ihm, was ihr braucht und zelebriert es ein bisschen mehr. Es gibt so viele Rituale, auch im spirituellen Bereich, die immer wieder mal mit Wasser zu tun haben und es ist eine sehr heilige Komponente. Und wenn ihr euch die Füße wascht, wie ja unter anderem auch in der Bibel und anderen Elementen immer mal wieder die Rede ist, dann ist es eine sehr ehrerbietende und eine sehr heilige Angelegenheit.
Das mit dem Füßewaschen ist ein klein wenig veraltet und im Allgemeinen in eurer heutigen Gesellschaft auch gar nicht mehr so anerkannt. Ihr prostet vielleicht des Öfteren miteinander. So diese Waschrituale sind heute in euren Längen und Breitengraden schlicht und einfach nicht mehr so gängig. In anderen Religionen ist das noch ganz normal. Also, wenn ihr prostet, egal ob es jetzt Sekt ist oder Wasser, bitte denkt daran, das, was jetzt in diesem Augenblick durch das Zusammenstoßen der Gläser in diese Flüssigkeit übergeht, ist eine pure Freude. Und diese Freude zu trinken, ist doch gleich nochmal eine Freude. Diese wiederum wird in deinen ganzen Körper transportiert und da halt eben auch, wenn es dann ausgeschieden wird, mit so viel Freude. Vielleicht auch dann mit entspanntem, anschließendem Wohlempfinden. Bitte. Alles, was du tust, hat Auswirkungen auf diesen Planeten und alles, was auch nur im Entferntesten mit Wasser oder mit Getränken, mit Flüssigkeiten zu tun hat, umso mehr. Alles, was du in dir trägst, gibst du weiter. Und Wasser ist ein immens großer Speicher. Und was wir heute gemeinsam tun wollen, sind die Weltmeere, eben diese Speicher, mit ganz viel Liebe und Freude und Heilung füllen. Und dafür brauchen wir dich. Aber bevor es soweit ist, wollen wir noch einmal einen Augenblick auf die Dinge eingehen auf diesem Planeten, die wir mit der Umwelt und dessen Schutz in Verbindung bringen. Und ich möchte gerne da aus geistiger Sicht einmal ein kleines Statement abgeben. Ist Umweltschutz nötig?